So, wir sind zurück mit einem immer noch schlafenden Bisa Knosp und mit meinem guten Kumpel Marco an meiner Seite. Servus. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass dieses Radikal hier nicht allzu heftigst wird und dass Gayflaus endlich mal wieder aufwacht. Bin schon gespannt, ob du es überlebst. Böse. Und ich guck gerade mal, ob ich irgendwie eine Beere habe vielleicht zum Aufwecken. Nein, natürlich nicht. Ach komm schon, du Mistvieh, steh auf. Kacke. Jawohl. Ah, knapp. Jetzt weg. Nee, ich gehe auf... Ah, scheiße. Was mach ich denn hier für ein Mist? Ich gehe mal auf Nummer sicher und heil mal. Jawohl. Super Zahn entsetzt. Ah, Glück gehabt. Jawohl. So. Ich muss mir auch mal irgendwie so ein Hex-Pokémon zulegen, was so richtig böse ist. Smetbo. Nee, nie im Leben. Ich mag Smetbo nicht so. Ja, ist hext, aber. Ja, Stachelspore, Schlafpuder, Psystrahl für Verwirrung, Superstrahl. Ja, ist schon ein ganz schöner Erneuer. Hex pur. Oh, warte mal, habe ich das eigentlich. Ach, scheiße, habe ich das eigentlich hier gemacht gehabt in dem Walkthrough? Oder in einem anderen? Ich muss gerade mal gucken, ob ich mir hier einen Carpador geholt habe. Ach ja, bei dem Vibe, da kannst du dir einen Kampfwander holen. Ja, hole ich mir jetzt auch direkt noch. Ne, Carpador habe ich mir nicht geholt gehabt. Ich habe es versucht, aber es hat immer ein scheiß Wesen. Wie kriegst du denn eine Angel? Da kannst du ja, genau deswegen habe ich ja gerade nachgeguckt, ob ich mir vielleicht schon eins geholt habe. Weil ich werde mir als Wasser-Pokémon wahrscheinlich Gyarados holen. Gyarados ist das beste Wasser-Pokémon, finde ich, zurzeit. Ja, also in deiner Edition zumindest. Ja, ich habe vorhin schon so ein bisschen mit einem Kumpel rumgefachsimpelt, was ich in der Bloody Platin als Wasser-Pokémon nehmen will. Und wir sind auch zum Entschluss gekommen, dass da Gyarados ganz okay wäre. Obwohl ich eigentlich Lantern eher mag, weil da schon Elektro mit drin ist noch. Der Voltabsorber ist ganz praktisch. Mhm, vor allem in Doppelkämpfen dann. Jo. Ey, das gibt's doch nicht mehr. Carpador beißt hier an, oder was? Ey, ich will Carpador jetzt. Hast du nicht in irgendeiner Edition mal dort gestanden, nicht mal alter Stiefen und angebissen oder irgendwie so? Ja, das war in der roten, blauen und gelben war das, glaube ich. Ja. Komm schon, jawohl, endlich. Weiß nicht, ob du das Spiel kennst, aber das heißt Animal Crossing. Ja, Animal Crossing ist toll. Das habe ich mal gespielt, das ist voll chillig, finde ich. Und da fange ich manchmal... Nur Stiefel und Reifen. Ja, das habe ich auch oft gehabt. Ich habe ja fast mal einen ganzen Tag nur mit Angeln dazu zugebracht, ey. Ja, ich hatte alle Fische schon mal gefangen, alle. Okay, so gut war ich noch nicht bis jetzt. Ich bin ein Quastenflosse. Mein größter Stolz war mein Riesentunfisch oder sowas. Thunfisch, den habe ich hunderte Male gefangen. Habe ich mir dann sogar ins Zimmer gestellt, weil ich so stolz drauf war. Ja, wie nenne ich das Carpador? Ist irgendwas mit Mrs. Mrs. Fish. Ja, ganz einfach gehalten. Aber schön natürlich mit der englischen Schreibweise. Ja, wie wollen wir das jetzt eigentlich trainieren? Weil es ist ein Level 5 und es kackt überall ab, weil es nur Platscher kann. Ja, dann will ich mal offscreen trainieren. Und... Mrs. Fish für ein Gyarados. Hört sich irgendwie scheiße an. Ja, es soll ja auch irgendwie ein kleiner Fun-Faktor noch drin sein, also von daher. Jo. Erstmal ein paar Pokebälle kaufen und Supertränke. Okay. Jetzt brauchst du 15 Pokebälle. Ja, offscreen Pokémon fangen und sowas. Weiß ja nie, wie oft es ein Fail gibt. So. Kannst du auch verkaufen. Jo. Ja, erstmal so, ich hab noch so ein Nugget gehabt, ich meine, das brauche ich eh nicht und es bringt gut Kohle. Jo. Also ein paar Supertränke und ja, Paraheiler werden wir jetzt gegen Major Bob auch gut brauchen können, glaube ich mal. Musst du jetzt schon die Arena machen? Nein, ich muss ja erstmal zu MSN und sowas. Aber vorher will ich mir ja noch Dick da fangen. Dann würde ich sagen, du hast mal Pause, dann. Wieso Pause? Ich mach das jetzt direkt noch. Naja, ich dachte, du trainierst vielleicht im Gras das Dickdown und den Carpador und was weiß ich.
Ja, das mache ich dann sowieso offscreen noch. Okay. Aber warum kommt hier jetzt denn kein Dick da? Geht doch. Oh, unweiblich. Nein, ich will kein weibliches. Mein Dick da muss männlich sein. Wenn es schon aussieht wie ein männliches Geschlechtsteil, muss es auch männlich sein. So, bam. Oh, hau doch ab. Hier hätten wir jetzt schön Erdbeben oder Intensität drauf, dann wäre es sowas von gearscht gewesen, weil der Schaden ja mal 2 genommen wird dann. Ja. Ja, Gayflow ist erreicht Level 22, nicht schlecht, und versucht Rasierblatt zu lernen, endlich. Ja, was machen wir dafür mal weg? Ich würde sagen Rankenhieb, oder? Ja, ich würde auch nie weg tun. Weil Egelsamen brauche ich noch gut, Schlafpuder sowieso zum Pokémon fangen und so. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt mal so ein männliches Dick da bald kommt. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Oder eher gesagt 4. Wenn jetzt ein Dick wie kommt, dann bist du im Arsch. Oh Gott. Oh Gott. Alter! Das ist 29. Ja, du bist im Arsch, Junge. Muss nicht sein, muss nicht sein. Wenn jetzt Gay Flaus überlebt. Oder warte, ich habe eine viel bessere Idee. Oh nein, ich kann nicht wechseln. Scheiße. Überleb, überleb. Und Jawohl. flüchten kannst du auch nicht. Ja, es schläft, es schläft, es schläft. Tralalala. Okay, bin schon gespannt, ob du das überlebst. Warte mal, ich muss hier gerade mal ein Safe State machen. Damit ich nicht ganz so viele Pokébälle verschwende. Das funktioniert nicht, das kannst du gleich vergessen, du musst es schwächen. Ach, Bubble. Guckst du doch dreimal gewackelt eben. Ich bin Mr. Ultra Imba Mega Pokémon Trainer. Ja, dann halt nochmal von vorne. Komm schon, Diktree, du willst mein sein, ich weiß es. Glaube ich ja nicht. Ich meine, wo gibt's denn schon Dildos im Dreierpack zum Preis von einem? Okay, vergiss es, nochmal neu. Ey, ich fange das jetzt noch. Wenn ich den Rest des Videos damit verbringen muss, es zu fangen. Schwäche ist doch wenigstens. Ja, ich hab's, jawohl. Oh Gott, Mann. Godlike, Godlike. So, wie nennen wir dich denn jetzt? Wir nennen dich, ja, ich weiß schon genau wie. War klar. Aber warte, da kommt noch was dazu. Dildos. Ey, Alter, ich bin doch mal voll im Bau, oder? Nice. Ich meine, weg, weil man aus dem Wesen hat es. Ja, Ich kann Solo. nicht viel. Solo macht, Angriff hoch, jawohl. Ja, Ist gut für Erdbeben. es kann gute Attacken, Schaufler, Lehmschelle, Sandgraben, sowas. Also ich bin zufrieden damit. Und was ist Carpodorf im Wesen? Lasch. Naja. Sehr So. hübsch, Lasch. Ich glaube irgendwie Verteidigung macht schwer für Spezialverteidigung oder sowas runter. Okay. Kann ich eigentlich mal überhaupt nicht gebrauchen, aber. Naja, Ja, ist egal. vielleicht fange ich mir offscreen nochmal ein neues Carpador, was ein besseres Wesen hat oder sowas. Ja, dann können wir sogar jetzt schon mal direkt auf den Weg zu MSN machen, finde ich prima. Oder soll ich erstmal noch die Trainer da plätten? Oder soll ich mir die fürs Offscreen-Training aufheben? Ich würde fürs Training aufheben. Ja, ist glaube ich besser. Ich glaube, sein. Das dürfte end. Naja, ist egal. Jawohl, direkt erster Trainer hier drinne. Gibt sowieso hunderte von Trainern, also. Ja, schon. Ach ja, bin gespannt auf den Rivalenkampf. Oh ja, mit Diktri dürfte es gar nicht so schwer sein. Ich meine, er hat Lutexo. Wir machen Schaufler. Da habe ich ganz gute Chancen eigentlich damit. Ja. Jo. Erstmal hier wieder total zuhexen, das Vieh, damit sich der Trainer mal aufregt, so wie ich vorhin. Ey, es wacht direkt wieder auf. Unglaublich. Aber egal, jetzt haben wir Egelsamen auf unserer Seite. Und ich mache mal ein bisschen Turbo Speed an, weil ich sehe, dass wir nicht mehr lange Zeit haben. Und ja, irgendwie zockt es unserem Bisa Knospen mal überhaupt nichts ab, weil Egelsamen es immer noch ziemlich fertig macht.
Und ja, wie sieht's aus? Ich denke, wir sollten mal Dildos testen. Mal seine Bin unten. schon gespannt, hat ein Typ verzeiht, oder? Ich glaube schon, ja. Mal seine un. Jawohl, es hat einen Typ Vorteil. Sehr Ich hätte schön. gedacht, wenn es vergiftet worden wäre wegen Giftorn. Ha, da hätte ich aber auch gelacht, ey. So, ja, ich sehe, wir müssen Schluss machen. Ja, vielleicht gibt es den nächsten Part direkt nachher noch. Wenn nicht, mache ich morgen früh ein oder morgen Abend, je nachdem. Und ja, ich hoffe, dass Marco wieder an meiner Seite sein wird. Ja, klar. Okay, alles klar, dann sag ich mal ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.